Hallo zusammen, das ist das letzte Video zum Thema proportional und umgekehrt proportional. Und in diesem Video geht es nochmal um den Dreisatz und wir schauen uns Textaufgaben an. Was muss man bei Textaufgaben zum Thema Dreisatz beachten? Nicht viel anderes als bei normalen Textaufgaben auch schon. Markiere die wichtigsten Stellen im Text. Dann finde heraus, ob die Zuordnung proportional oder umgekehrt proportional ist. Und zum Schluss übertrage die Informationen aus dem Text in eine geeignete Tabelle, um dann damit weiterzurechnen. Schauen wir uns auch einfach mal direkt ein Beispiel dazu an. 5 Flaschen Eistee kosten 6,50 €. Wie viel muss Jens zahlen, wenn er 6 Flaschen kaufen will? Ich habe hier schon mal eine Tabelle für nachher vorbereitet. Wir markieren uns zuallererst mal 5 Flaschen, die kosten 6,50 €. Wir wollen aber wissen, wie viel kosten 6 Flaschen? Frage zur Textaufgabe ist, wie viel muss Jens zahlen? Unsere Tabelle, die können wir beschriften mit Anzahl Flaschen und dem Preis in Euro. So, was wissen wir? Wir wissen, dass 5 Flaschen 6,50 € kosten und wir wollen das Ganze berechnen für 6 Flaschen. Beim Dreisatz müssen wir jetzt ja einen Zwischenschritt machen und als Zwischenschritt rechnen wir gleich aus, wie viel denn eigentlich eine Flasche von diesem Eistee kostet. Dafür rechnen wir auf der linken Seite zuerst geteilt durch 5 und anschließend mal 6. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir auf der rechten Seite dabei rechnen müssen. Also ist das proportional oder umgekehrt proportional? Wenn wir weniger Flaschen kaufen, müssen wir natürlich weniger bezahlen. Wenn wir mehr Flaschen kaufen, müssen wir mehr bezahlen. Also ist das Ganze proportional. Wir rechnen also auf dieser Seite hier exakt dasselbe. Jetzt haben wir die Tabelle vorbereitet und wir können schon anfangen zu rechnen. 6,50 € geteilt durch 5 ergibt 1,30 €. 1,30 € mal 6, das ergibt 7,80 €. Und wir können schon als Antwort aufschreiben, er muss 7,80 € bezahlen. Das war's zur Einstiegstextaufgabe. Wir schauen uns noch zwei weitere Beispiele an. Herr Heiß will seinen Pool leer pumpen. Er hat 4 Pumpen, die zusammen 9 Stunden benötigen. Beim Einschalten bemerkt Herr Heiß, dass eine Pumpe defekt ist. Wie lange brauchen die übrigen Pumpen, um den Pool zu leeren? Frage einmal übernehmen. Was haben wir hier im Text? 4 Pumpen benötigen 9 Stunden und eine Pumpe ist defekt. Das übertragen wir jetzt einmal in die Tabelle. Wir haben also Anzahl Pumpen und die Zeit in Stunden. Wir wissen aus dem Text, 4 Pumpen brauchen 9 Stunden und eine Pumpe ist defekt. Heißt, wir haben nicht 4 Pumpen, sondern nur noch 3 Pumpen. Um von der 4 nachher auf die 3 zu kommen, nehmen wir als Zwischenschritt die 1. Wir rechnen also auf der linken Seite gleich. Auf der linken Seite rechnen wir also geteilt durch 4 und anschließend mal 3. Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, ist das Ganze proportional oder umgekehrt proportional? Wenn ich weniger Pumpen habe, brauche ich länger, um das Ganze leer zu pumpen. Das heißt also, das ist umgekehrt proportional. Wir müssen hier mal 4 und geteilt durch 3 rechnen. 9 mal 4, das sind 36. 36 geteilt durch 3 ergibt 12. Also brauchen die 3 Pumpen, die noch zur Verfügung stehen, insgesamt 12 Stunden. Das war's zu dieser Textaufgabe und zum Schluss noch eine weitere Textaufgabe. Auf einer Toilettenpapierrolle sind 400 Blatt. Ein Blatt ist 15 cm lang. Wie viel Blatt wären auf einer Rolle mit gleich viel Papier, wenn jedes Blatt 5 cm länger wäre? Frage: Wie viel Blatt wären auf der Rolle? Was wissen wir? Wir haben 400 Blätter auf einer Rolle und jedes Blatt ist 15 cm lang. Wir wollen, dass insgesamt gleich viel Papier auf dieser Rolle bleibt, aber jedes Blatt wird 5 cm länger. Also haben wir Anzahl Blätter und Länge pro Blatt.
Und das Ganze in Zentimeter. Anzahl Blätter. Wir wissen, wenn wir 400 Blatt haben, dann ist ein Blatt 15 cm lang. Wie viel Blatt wären auf einer Rolle, wenn jedes Blatt 5 cm länger wäre? Also anstatt 15 cm soll jedes Blatt 20 cm lang sein. Um von der 15 auf die 20 zu kommen, machen wir einen Zwischenschritt. Nicht über die 1, das brauchen wir gar nicht. Wir können über die 5 gehen, weil 15 durch 3 ergibt 5 und das Ganze mal 4 ergibt 20. Jetzt kommt wieder die Überlegung, ist das Ganze proportional oder umgekehrt proportional? Wenn die Gesamtlänge der Rolle gleich bleibt, dann habe ich mehr Blätter, wenn ein Blatt kürzer ist. Also je größer ein Blatt ist, je weniger Blätter habe ich insgesamt. Also ist das Ganze umgekehrt proportional. Wir müssen also auf der anderen Seite das Vorzeichen ändern. Wir rechnen mal 3 und anschließend geteilt durch 4. 400 mal 3 sind 1200 und 1200 geteilt durch 4 ergibt 300. Antwort lautet also, es wären 300 Blätter auf einer Rolle. So, das war's zu den Textaufgaben. Also ihr müsst euch die Informationen, die ihr aus dem Text habt, in eine Tabelle übertragen und dann müsst ihr euch überlegen, ist das Ganze proportional oder umgekehrt proportional. Wenn ihr das dann herausgefunden habt, ist das eigentlich gar kein Problem mehr, das in dieser Tabelle umzurechnen. Ich hoffe, du hast das dann soweit verstanden. Wenn ja, drückt doch einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis bald.